In dem Fall, über den ich berichten möchte, geht es um eine Brandstiftung. Da hat ein sechsstöckiges Haus gebrannt. Die Feuerwehr, die Polizei rückte aus und während der Löscharbeiten erschien dann in diesem Haus ein Mann mit einem Trenchcoat und mit einem recht auffälligen Äußeren, der sich als Polizeibeamter ausgab und jedenfalls dazwischen wuselte. Es hat dann Zeugenaussagen später gegeben, die haben einen Mann, der nur der Täter sein konnte, beschrieben, den man beim Verlassen des Hauses gesehen hatte. Es hat auch einen Anruf auf der Brandwache gegeben, wo dieser Brand gemeldet wurde und der Feuerwehrmann, der an der Brandwache saß, der hat gesagt, die Stimme kenne ich, das ist der Herr sowieso. Das heißt also, Sagen wir mal Heinz Müller, geben wir ihm einfach mal einen Namen. Okay. Und Herr sowieso, Heinz Müller, war dann in dem Fall dein Mandant. So sieht das aus. Der Feuerwehrmann hat den so identifiziert und die Leute draußen haben den auch als deinen Mandanten identifiziert. Ja, und dazu sogar noch einige Polizeibeamte, die auch schon am Brandort anwesend waren, als die Löscharbeiten. Der Fall ist also klar, dürfte man meinen. Der Fall war ziemlich klar. Jetzt wurde mein Mandant polizeilich vernommen. Der hat gesagt, ich habe von dem Brand eigentlich überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe nämlich im Bett gelegen und geschlafen. Und ich habe lediglich irgendwann mal die Sirenen gehört, habe mal am Fenster geguckt und dann bin ich wieder ins Bett gegangen. Ja? So, das Telefon, von dem aus angerufen wurde bei der Brandwache, das war eine öffentliche Telefonzelle, damals ein Kartentelefon. Ja? Er hat gesagt, ich besitze übrigens gar keine Telefonkarten und hätte gar nicht anrufen können. Man hat im Haus dann aber, glaube ich, ein Dutzend Telefonkarten gefunden. Ja. Also es sah alles ziemlich übel aus. Das heißt, er hat gesagt, ich habe keine Telefonkarten, hat aber doch Telefonkarten, hat er schon mal gelogen, schon mal schlecht. Ja, gelogen, geirrt, vergessen, wie auch immer, jedenfalls objektiv was unwahr. Also der Mann, der auch wirklich ein ganz markantes Äußeres hatte, ja, sodass man sagen kann, eigentlich kann den niemand verwechseln. Ja. Ja. Der hat mir gegenüber vehement diese Tat bestritten. Ich habe dem das nicht geglaubt. Die Beweismittel waren zu eindeutig. Ja? Aber weil auf der anderen Seite dann im Laufe der Zeit ich immer mehr das Gefühl hatte, nee, irgendwie lügt der doch nicht, habe ich ihn dann irgendwann mal gefragt, ich sage, sagen Sie mal, haben Sie denn vielleicht irgendwie so eine Art Doppelgänger? Sind Sie schon mal mit jemandem verwechselt worden? Nee, Doppelgänger, so richtig kann ich nicht sagen. Wirklich niemand? Also ja, gab es mal einen. Also mit dem bin ich mal verwechselt worden. Der wohnt aber schon lange nicht mehr hier. Der wohnt jetzt 50 Kilometer weit weg. Ich fragte ihn, wie heißt der denn? Schmitz. Na klar, habe ich gesagt, der kann ja nur Schmitz, Meier, Müller geheißen haben. Haben Sie sonst noch was zu bieten? Nee, hatte er nicht. Ich habe ihn dann gefragt, wo wohnte dieser Schmitz denn? Ne? Oder wo wohnt er heute? Wo der heute wohnt, weiß ich nicht. Wo er damals wohnte, könnte ich im Zweifel zeigen. Ja. Na gut, ich habe mir das überlegt und habe gesagt, ganz unwahrscheinlich. Aber okay, vielleicht ist ja doch was dran. Habe mit der Staatsanwaltschaft drüber gesprochen, die haben mir einen Vogel gezeigt. Ich habe mit dem Richter gesprochen, der sagt, Herr Polen, das wollen Sie doch nicht erzählen. Bei so einem Äußeren auch noch ein Doppelgänger, das glaubte kein Mensch. Nee, klar. Ne? Also das war einer, wo man denkt, so einer kann gar keinen Doppelgänger haben. Aber gibt's ja immer, ein Zwilling vielleicht. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn jedenfalls. Ich habe das letztlich, weil ich auch nichts anderes zu verteidigen hatte, vorgetragen und habe gesagt, hier sucht mal nach dem Schmitz. Habe natürlich noch ein paar zusätzliche Daten angegeben. Diesen Schmitz hat man in der Tat 2 Wochen später gefunden. Wahnsinn. Der wurde vernommen und der hat die Tat zugegeben. Und das war kein Zwillingsbruder. Der sah dem noch nicht mal so wirklich frappant ähnlich. Ja. Aber ich sage mal, der hatte auch große abstehende Ohren und der hatte auch relativ fettige Haare und war ein hagerer Typ. Und manchmal reichen ja so ein paar Parameter, um auch bei Zeugen Assoziationen hervorzurufen, auch bei Berufszeugen. Mhm. Und dann verfestigt sich bei denen einfach der Eindruck, der muss das gewesen sein, zumal wir haben ja keinen anderen, der so aussieht. Ja? Ein wahnsinnig spannender Fall, der hat damals dazu geführt, dass das Ermittlungsverfahren dann schon eingestellt worden ist, ohne dass es zur Anklage kam. Dem Mann ist auch eine Haftentschädigung zugesprochen worden. Aber das war für mich auch, ich sage mal, eine vehemente Erfahrung, die mich dazu gebracht hat, dann in der Folgezeit zu sagen, pass mal auf, solange es überhaupt möglich ist, dass dein Mandant unschuldig ist, solange er das behauptet und das Gegenteil nicht erwiesen ist, wer soll diese zumindest Fiktion der Unschuld eigentlich aufrechterhalten oder arbeitshypothetisch benutzen, wenn nicht der Verteidiger? Verteidiger, klar. Wenn bin ich dazu berufen? Und deshalb sage ich heute, egal wie unwahrscheinlich eine Story klingt, ja, erstmal gehe ich hin und sage, okay, sie mag möglich sein und mit dieser Hypothese arbeite ich
ich sage mal, solange sie überhaupt vertretbar ist. Mhm. Und wie gesagt, nicht nur einmal hat es dann so überraschende Wendungen gegeben, die letztlich zum Erfolg geführt haben. Ja, also sehr spannend. So viel zum Thema Vorurteile und Strafrecht. Also nichts ist, wie es scheint. Und erst wenn ein Fall zu Ende ermittelt worden ist, dann weiß man auch wirklich Bescheid, was die Wahrheit ist. Und das ist ja die Aufgabe von uns Anwälten, ein Stück weit die Wahrheit herauszufinden und zu schauen, was ist Recht und Gerechtigkeit. Und wir versuchen natürlich jeden Tag, euch das ein bisschen näher zu bringen, euch an unseren Jobs auch teilhaben zu lassen. Und wir hoffen, es hat euch gefreut. Ihr abonniert diesen Kanal und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss und bis dahin. Tschüss.